herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Wie ihr seht, sind wir noch am Gardasee. Juhu! Heute leider schon wieder letzter Tag, aber es gibt noch mal eine richtig coole Tour, wenn es uns der Schnee erlaubt. Und davon gehen wir jetzt einfach mal schwer aus. Dann geht es auf den Chimadoro und zwar direkt von hier aus über Campi. Und dann überqueren wir quasi den Chimadoro mit Trail Richtung Lago di Ledro. Also das wird mega gut. Und hier seht ihr, es ist einfach traumhaftes Wetter. Die Sonne steht über dem Altissimo. Da steht der schöne Mann. Und hier, ja, Ponadestraße ist ja nach wie vor geschlossen. Aber wir fahren über Campi rauf und würden dann so hinten rüberkommen und fahren dann den Ponade Trail runter. Wenn alles hinhaut, dann wird es eine perfekte Runde. Und wo gibt es den Cappuccino? Da drüben, glaube ich, oder? Ja, aber nach der Tour. Was, vor der Tour? Nach der Tour. Vor der Tour? Nach der Tour. Alles klar. Erstmal am See entlang von Torbole nach Riva, bevor es dann rauf geht. Also hier geht es echt ganz schön steil rauf. Rampovic. Ja. Geht Bio aber auch, haben wir auch schon gemacht. Aber ist schon so hart. Kann man nicht anders sagen. Ich tue mir schon schwer, das Rad zu halten, ohne die Bremse zu ziehen und dabei zu filmen. Ja, jetzt im Frühling mit wenig Blättern hat man einen grandiosen Blick zum See runter. Und ja, die Sonne spiegelt sich wunderbar. Echt mega schön. Aua. Aber ja, wir haben noch ein bisschen was vor uns. Am Weg nach Campi hat man immer mal wieder super Blick über den See. Hilfe, Hilfe! Turbo! Esa Torre San Giovanni. Da war ein Schild. Sehr praktisch. Ja, jetzt wird es ein bisschen unwegsamer, aber dafür auch wieder flacher. Die Betonrampen, die schenken sich ja immer gar nichts in Italien. Und ja, geht auch Bio, aber ist mit dem E-Bike natürlich schon um einiges feiner. Wobei wir ja schon langsam auch mal wieder ein bisschen aufs Bio müssen, weil auch die Transalp rückt immer näher. Ja. Oder? Die kommt in großen Schritten. Und mein Ziel ist ja, fitter zu sein, noch fitter als sonst. Er meint, er möchte schneller sein wie ich. Nee, nee, nee. Ja, wir werden sehen. Man darf da immer nicht zu große Töne spücken, weil... Spicken. Ja, wenn es soweit ist, weiß man, wo man umgeht. Ja, jetzt geht schon wieder weiter mit den Rampen. Eine jagt die andere. Ich bin hier schon mal heimlich für die Transalp und fahre im Eco-Modus. Petra in Tour. Deswegen ist sie immer ein bisschen weiter vorne. Jetzt sind wir schon durch Campi durch und oben liegt aber schon noch ein bisschen Schnee. Mal schauen, ob das so klappt, wie wir uns das wünschen. Mitten im Nirgendwo, 12:30. Jausenzeit. Du hast zwei, ich habe nur eins. Finger weg. Beim Essen hört die Freundschaft auf. Sind die nur befreundet? Wusste ich gar nicht. So, so. Ganz schön frech. Wir sind im Schnee angekommen. Ja, jetzt sind wir schon im Schnee drin. Es ging schneller als gedacht. Hoffentlich schaffen wir es drüber. Uiuiui. Oh no. Also 300 Höhenmeter werden wir schon noch haben. Und der Grat ist natürlich ein bisschen ausgesetzt. Mal schauen, vielleicht ist da aber kein Schnee mehr, weil da wahrscheinlich die Sonne auch mehr drauf scheint. Der Schnee ist schon so weit. Manchmal geht's, aber man rutscht ganz schön durch. Ja, ja. Deswegen kann man froh sein um die Schiebefunktion. Die macht es hier schon leichter. Und der Gipfel schaut mega aus, der hat uns gerade schon angelacht. Ich hoffe echt, dass wir da hinkommen. Das wäre schon mein großes Ziel. Nur Unsinn im Kopf. Wow, yeah! Ja, schaut gerade aus, wie wenn wir im ewigen Eis gelandet wären. Aber in einem Monat wahrscheinlich ist hier dann schon wieder alles glühend heiß und trocken. Wenn man jetzt wieder hier ist auch wieder voll warm, möchte man nicht glauben, dass im Schatten noch so viel Schnee gelegen ist. Und ein paar Meter weiter ist er schon wieder da. Der Schnee. Hier bräuchte man jetzt nimmer. Ihr seht, es ist ganz easy. Eigentlich quasi alles fahrbar. Und den Rest, wo wir schieben und fluchen, den haben wir halt ein bisschen gekürzt. Da drüben, das wäre der Chimapari, der ist allerdings noch ein bisschen höher. Wir sind jetzt in den letzten 100 Höhenmetern angekommen. Da ist aber nicht mehr viel mitfahren. Jetzt müssen wir schieben. Und ich glaube, wir werden aber ein richtig tolles Panorama haben. Der Berg lohnt sich echt, wenn man gute Sicht hat, weil man schon einen verdammt guten Ausblick von oben genießen darf.
Magst du noch? Ja klar, voll. Aha. Top motiviert. Aha. Mit dir überall hin spazieren, gell? Ja, das ist ja gut. Den Kamm müssen wir noch abqueren. Und da unten seht ihr jetzt schon den Ledrosee. Voll super. Und da drüben steht der Nico. Diese Schwenks da oben waren besonders toll, weil einfach die Aussicht auf den Ledrosee und die Berge dahinter so wunderschön waren. Der Kamm ist wirklich was ganz Besonderes. Es lebe die Schiebefunktion. Ohne der wären wir jetzt schon wieder aufgeschmissen. Hallo Spatzel. Hallo schöner. Da fährst du hin. Am Kamm entlang war wie vermutet weniger Schnee, aber auch ein bisschen Schnee kann einen ganz schön aufhalten. Wow! Fujimadoro oben sind wir. Mega Aussicht auf den Ledrosee, aber auch auf den Gardasee. Und nach Akko runter, da waren wir gestern. Also ja. Ziemlich gut. Technisch sind wir nicht so gut übersetzt, aber ein Sämmelchen und einen Riegel haben wir immerhin noch. Und wir haben mal wieder die Drohne steigen lassen. Da gibt es, glaube ich, ein paar richtig gute Panoramabilder für euch. Das sind die Bilder ganz schön zusammengeschnitten, damit es nicht langweilig wird, aber doch ein bisschen in alle Richtungen fliegen lassen, weil wenn schon, denn schon. Und wir hatten den Gipfel ganz für uns alleine. Und ja, falls ihr euch jetzt denkt, ihr kennt aber irgendwie ein anderes Kreuz vom Chimadoro, dann dranbleiben, weil da fahren wir auch noch hin. Jetzt sind wir auch an dem ganz bekannten Kreuz vom Chimadoro angekommen. Mit dem grandiosen Blick über den Lago di Ledro. Und hier nicht zu vergessen natürlich die ganzen Schützengräben vom Ersten Weltkrieg. Also wieder ein eher trauriges Szenario, aber für uns natürlich in der heutigen Zeit mega, weil wir so halt über die Berge drüber können und einfach eine gewisse Infrastruktur haben dürfen. Und auch hier blende ich euch nochmal einen Schwenk ein, den diesmal allerdings wieder nicht mit der Drohne, sondern mit der Insta360, weil auf einmal ist ein ganz schöner Wind aufgezogen und da haben wir uns nicht mehr starten trauen. Aber ich denke, den Eindruck vom Kreuz und wie ausgesetzt es ist, kann man auch so wirklich gut bekommen. Und für mich ist das echt ein ganz besonderer Gipfel, einfach vom Ausblick her und ja, von der Geschichte natürlich auch. Also hier ist es jetzt krass eng. Lasst euch das nochmal als Warnung gesagt sein. Hier oben muss man das Fahrrad an einigen Stellen wirklich schieben und tragen und das in relativ absturzgefährlichen Passagen. Also da sollte man wirklich nur unterwegs sein, wenn man sich sicher ist, was man so tut. Hier, der Durchstieg ist hier unmöglich mit dem Radl. Jetzt ist Nico gerade außen rum gegangen. Was für ein Ausblick. Heute wird uns nichts geschenkt, da ist noch ein Baum reingebrochen. Und es ist sau eisig alles. Aber schaffen wir jetzt auch noch.
Schaut mal, da oben ist das Kreuz, wo wir waren. Und jetzt sind wir schon ein Stückchen weiter unten. Immer noch mit geilem Blick über den See. Ja, krass. War ein etwas Geschiebe noch, gell? Und der ist richtig schön jetzt. Der ist perfekt. Mega! Thank you.
geil, oder? Mega schön. Wir sind am Lago di Ledro angekommen und es ist mega schön noch. So ein bisschen Sonnenuntergangsstimmung. Für uns geht es jetzt wieder über den Ponale Trail zurück nach Riva. Aber ich denke, den werden wir euch gar nicht mehr so viel einblenden, weil den haben wir ja das Wochenende schon mal gemacht. Ja, stimmt. Und ich denke mal, von der Tour hier gab es mehr als genug zu sehen, weil die war schon echt mega schön. Und wenn man den Gipfelteil weglässt, dann ist der Trail sogar relativ einfach für Gardasee-Verhältnisse. Und wenn es trocken ist, richtig flowig. Also vielleicht für alle, die es nicht zu schwer haben wollen, dann müsst ihr halt die Gipfelpassage auslassen oder die halt die Räder absperren und zu Fuß gehen. Weil die Gipfelpassage war übel. Ja, ja. Ich fahre jetzt einen Brunnen, ich hab Durst. Du Arsch! Das Navi muss denken, dass wir total blöd sind, weil wir in die falsche Richtung fahren.